Lampe ist defekt. Das wissen wir. Jetzt nur noch das geht gar nicht. Hallo, heute sehen Sie hier eine Dorina Overlock 710. Es ist richtig schmutzig gewesen und nicht nur das. Also Schmutz ist hier das wenigste Problem. Hier ist Motor. Hat sich getrennt. Also normalerweise, das wird so, das sollte so fest sein, aber Motor hat sich irgendwie gelöst und dann hat so gearbeitet. Und dann habe ich die ganze aufgemacht und jetzt also, wie das passieren könnte, weiß ich selber nicht. Ich habe die ein bisschen geölt, aber wenn sie trennt sich sofort. Und das muss ich jetzt gucken. Ich muss das alles aufmachen hier auch. Wer sich nicht auskennt oder wenn er kann, die Nähmaschine sowieso vielleicht wegschmeißen. Er kann selber versuchen. Wir machen jetzt diesen Teil ab. Das ist Riemen. Also die ganze Nähmaschine läuft so, wie ich sehe. Alles ist okay. Nur das Problem ist hier das Motor. Ich brauche jetzt hier drunter etwas. So. Und das muss man jetzt aufmachen. Und das gucken, wie man das festbindet. Wieso geht das auf? Was ist das Problem? Weil bei Drehen. Also, er geht auf. Jetzt weniger, weil es gibt keine Riemen hier, aber wenn Riemen drauf ist, dann er zieht automatisch diese Teil und dann trennt sich das. Das ist, und deswegen muss ich das abbauen. Passende finden, und das geht jetzt ganz schwer. Das ist auch warm geworden. Also wir machen, ich suche erstmal richtige Schraubzieher und dann mache ich das auf und dann machen wir weiter. Also, ich habe das abgeschraubt, also das war diese zwei Schrauben.
Ich habe die Ei abgeschraubt und dann habe ich das abgemacht. Hier ist jetzt fest, weil die Schraube drinnen, die zwei Schrauben, die das Motor halten zusammen, sind leider kaputt gegangen. Also das sind diese Plastikteile, das war um die Schraube und die sind ausgetrocknet oder kaputt gegangen von alleine, weiß ich nicht. Aber und deswegen hat sich das gelöst. Ich habe jetzt mit Sekundenkleber nur ein bisschen drüber gemacht und dann ist das jetzt fest. Wieder alles zurückgemacht und jetzt läuft. Jetzt muss alles ein bisschen richtig geölt werden, gereinigt und dann machen wir weiter. Also es sieht jetzt alles gut aus. Das war die Ursache und jetzt hier trennt sich das nicht mehr. Wie man sieht. Und das ist normal bei einem Motor. Jetzt ist auch gut, also hört sich gut an. Ich mache Sekundenkleber weg. Ehrlich gesagt, das ist bis jetzt das beste Sekundenkleber der Welt. Ich habe keine Ahnung, wo habe ich das gekauft, wo ich das gekauft habe. Aber es ist sehr gut und hält und ist unglaublich. So, jetzt machen wir das alles ab. Alles ein bisschen reinigen, wieder zumachen. Hier mache ich auch einen Tropfen Öl. Sicherheitsweise, aber nicht zu viel, nur ein Tropfen. So. Und hier könnte man auch eine machen. So. Und jetzt machen wir also alles weiteres. Das machen wir hier zu. Aber vorher machen wir diese Teile, das war zuerst. Jetzt muss ich aufpassen, es ist alles. Erstmal war das. Hier ist eine kleine Schraube und hier ist eine große. Dann kommt dieser Teil. Nur aufpassen wegen. Ich mache hier überall ein bisschen Öl. Wenn es schon offen ist. So, alles was sich dreht und das sowieso, wenn zu viel, es wird jetzt nach unten tropfen, aber sehen Sie, hier ist da. So, drehen Sie selber mit Hand und dann gucken Sie, was sich alles bewegt und dann können Sie Schmutz. Ich denke, ich habe alles. So. Und jetzt machen wir diese Teile. Sie können hier auch, wie Sie sehen, auch erstmal alles reinigen. Ich reinige erstmal jetzt alles.
mit Pinsel und dann mit Öl und alles drum und dran. Und dann machen wir Zusammenbau. Also wir bauen dann alles, wenn schon offen ist, dass man das alles richtig sauber macht. Es war richtig, richtig schmutzig. Ich glaube, es ist noch nie gereinigt. Und dann können Sie ein Baumwolletuch nehmen und das so ein bisschen noch mit Baumwolletuch herrschen und alles entfernen. Das kann man auch drinnen alles sauber machen. Also ich mache die jetzt richtig, richtig sauber. Und dann machen wir, hier ist auch wenig zusammen, richtig. Und dann machen wir alles aufbauen wieder. Okay, wir machen weiter. Also, ich habe diese Teil jetzt alles gereinigt und jetzt bauen wir zusammen. Erstmal machen wir diese Teil und da kommen die zwei ganz normalen Schrauben. Die sind hier oben hinter dem. Also nur zwei Schrauben. So, eine und hier ist zweite. Machen wir ein bisschen fest. So. Das ist eine. Jetzt machen wir hier. Das zweite Teil ist das seitliche, also soll nur aufpassen bei hier reinschieben, dass etwas nicht kaputt geht. So, und da befindet sich auch zwei Schrauben. Hier eine, hier die zweite. Das sind alle diese kleinen Schrauben jetzt. Hier ist eine. Und hier unten eine. Jetzt muss ich sie nur noch. Ach, hier. Finden. Okay, das ist jetzt auch erledigt. Hier ist nicht schön. Passt. Glauben wir, es ist immer etwas. Ich habe schon ein paar Mal. Es fehlt immer noch, das einknickt. Das ist schon eine alte Nähmaschine. Also Overlock. Wie Sie sehen, ich habe richtig gereinigt, geölt. Und jetzt schieben wir noch diese Teil hier. Und da befindet sich hier vorne eine kleine Schraube.
und hier hinten eine längere Schraube. Und dann hat sich das alles jetzt erledigt. So. Jetzt von unten diese Platte. Ich muss die noch ein bisschen drücken. Ich habe die richtig gereinigt, gewaschen. Es war richtig schmutzig. Ich hoffe, wir können das sehen. Hier. Jetzt machen wir erstmal alle vier Füße. Und dann Tür. So, ich habe jetzt alles zusammengebaut und das sieht so aus. Es war ein bisschen schwieriger als ich dachte, aber jetzt ist schön gereinigt. Kann noch besser sein, aber es ist jetzt. Okay, jetzt müssen wir noch Platte drauf machen, auch sauber machen, Platte drauf machen. Da kommt nur eine Schraube, aber die Maschine klingt jetzt schon besser. Und bis das ist ein bisschen mit Öl und alles. Ja, aber das ist das. Ich hoffe, ich könnte ein bisschen helfen mit diesem Video. Liebe Grüße, bis zum nächsten Video.